der Fußballwelt mit dem Sebastian zusammen. Wir haben ein Elfmeterschießen und das ist ja nicht ganz ohne. Dieses Tor, auf das es da geht und wo gerade ein Fan gegen Manuel Neuer getroffen hat, das ist das Tor, wo das Finale der Horm da niederging. Gegen Chelsea damals und wo es natürlich unvergessen dieses unfassbare Elfmeterschießen letztes Jahr im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund gab. Die Bayern und Elfmeterschießen, das sind nicht die Geschichten der letzten Jahre. Da denkt keiner mehr an Oli Kahn gegen Valencia, sondern da denken sie jetzt alle an die letzten Auftritte. Jetzt hat zum Glück mal einer der Fans daneben verschossen. Sonst würde man, glaube ich, gegen dieses Tor, was ja vor den Fans steht, den eigentlichen, vielleicht nicht mehr benutzen wollen, wenn es denn nochmal zu einem Elferschießen kommt. Also Manuel Neuer ist gefordert und jetzt ja von einer ganz besonderen Gegnerin. Also Doppelball gegen Manuel Neuer und den hält er. Den hält er. Ist ja nicht zu fassen. Wie ist ihm denn das gelungen? Wir haben ein munteres Auftakt. Training gesehen der Bayern, idealerweise mit vielen, vielen, die dabei sind und eben nicht verletzt sind. Das ist die entscheidende Nachricht. Der FC Bayern im Sommer 2015, an den Tagen, wo also die Saisoneröffnung begann. Wir haben alles zu Bastian Schweinsteiger heute eingefangen, alle Stimmen. Hier bei Sport 1 gesammelt von den Spielern und die können Sie natürlich auch alle nochmal nachlesen. Die ganzen Geschehnisse, die Kollegen online, sport1.de, die Adresse, die haben alles zum Schweinsteigerwechsel. Sicherlich dem Wechsel im deutschen Fußball in diesem Sommer in einem Höchstmaß emotional. Das darf man ja nicht vergessen. So, als Sauergestand, das schauen wir uns noch an. Wie die Dame im Dirndl dem Manu das Leben schwer macht. Nee, richtig schwer nicht. Aber sicherlich mal die bayerischste aller Ausführungen hier mitten im Sommer. Für all die, die im Rest der Republik zuschauen. Ein Dirndl in Bayern wird ja bei weitem nicht nur getragen, wenn es denn hier zum Oktoberfest geht. Das ist also jetzt so ein bisschen das Letzte, was wir hier sehen. Die Schüsse der Fans, die sich das erspielt haben, die Möglichkeit gegen Manuel Neuer aufzutreten. Da sollte man immer meinen, es ist doch gar nicht so kompliziert, den Manu zu schlagen. Hier schafft es ein junger Bursche. Aber wenn dann der Druck auf einem lastet, dass es wirklich um was geht, dann kriegt so ein Elfmeterschießen einen ganz anderen Tenor. Gegen den Mann, der, ihr habt es gesagt, in der letzten Saison 20 Mal zu Null gespielt hat. In der Saison, in der der FC Bayern auch wieder Rekorde hingebracht hat. 18 Gegentore der Saison. Ja, hören wir mal rein, wie das analysiert wird, das Elfmeterschießen beim Stadionsprecher. Aber Stefan Lehmann. Von ihm signiertes Torwarttrikot. Machen wir natürlich Fotos. Ja. Bitteschön. Jean-Henri. Wo ist er, unser Freund? Genau. Und der Patrick, auch du. Das sind die Burschen, die getroffen haben. Glückwunsch von Manuel Neuer, der wird sich auch denken, du, wer mich bezwingt. So ist es, wer ihn bezwingt. Das